Hallo, herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle Remastered. Ja, ich bin in der Zukunft angekommen, beziehungsweise ich bin bei Laverne. Und Laverne, ist es langweilig? Ja, ich weiß. Laverne steht hier schön neben der Fahne. Und wir nehmen die doch gleich mal mit. Da komme ich so nicht dran. Das ist schade, dann benutzen wir einfach mal die Kurbel. Die Kurbel fehlt. Die Kurbel fehlt. Okay, prinzipiell kriege ich die Fahne, wenn ich eine Kurbel habe. Im Inventar habe ich aber gar nichts. Außer einem Skalpell, das ich mit Garantie nicht als Kurbel benutzen kann. Das macht keinen Sinn. Das hast du gut erkannt. Und das Tentakelschema. Und jetzt kommt auch gleich der erste Tipp ins Spiel. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, der kam von... wie sollte es anders sein? Kicker 56. Ich möge doch bitte das Tentakelschema zu Hoagie schicken. Ich mache mich mir mal weg, das kann ich mir ja nicht anschauen. Mit dem Nägelgekau die ganze Zeit. Also zu Hoagie schicken. Und dann wird mir die Dame in der Vergangenheit... Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig. Obszön. Faul. Widerlich. Also bitte. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Nur gut. Also, nochmal Tentakelschema an Hoagie senden. Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich okay, bringe dich zurück in den Zwinger. Alles klar, ich dachte, es gäbe einen kurzen Weg. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Damit haben wir auch die Frage geklärt, wofür ich die brauche. Vielen Dank. Also, Tentakelwächter... Wie immer. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? So, was muss ich? Ich muss für kleine Tentakel. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Der ist aber auch doof und fällt immer wieder drauf rein. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Ja, machen wir. Ah ja, Strom ist nicht angeschlossen, aber der Versand funktioniert ja doch wohl hoffentlich. Perfekt. Ogi, du bist auf der 1, stehst ja auch zufälligerweise fast neben dem Klo. Ja, nimm's doch. Nimm Tentakelschema. Ja. Jetzt gehen wir mal zu unserer guten Schneiderin. Schön gemütlich. Ja, nicht übereilen. So, wo ist denn die junge Dame? Das war doch diese Tür, oder? Bitte, bitte, bitte. Und wir geben ihr das Tentakelschema. Besser nicht. Dann tauschen wir das Tentakelschema einfach mit dem Muster aus. Okay, also. Bei Laverne hängt das Ding jetzt in der Zukunft als Fahne gehisst. Sehr lustig gemacht. Die hat noch nicht mal angefangen, es zu nähen und da oben hängt es dann schon in der Zukunft. Jetzt hat aber die Gute noch immer keine Kurbel. Also, jetzt schicken wir ihr
irgendwie Zeug rüber, mit dem man vielleicht was kurbeln könnte. Das müssen wir einfach ausprobieren. Ich habe jetzt mal gar keine Ahnung. Der Wagen ist immer noch nicht geputzt. Gibt es da mittlerweile einen Grund für? So ganz ohne Seife kriege ich das nicht sauber. So ganz ohne Seife kriege ich das nicht sauber. Gut, Seife haben wir noch nicht. Wo auch immer die herkommt. Keine Ahnung, womit die jetzt das kurbeln kann. Wegen mir kriegt es einfach den Dosenöffner schon mal. Mal gucken, was Bernard noch hat. Eine Gabel. Alles reinschmeißen. Nichts weiter. Brecheisen. Das würde nicht reinpassen. Nur weil die Gabel drin war? Das würde nicht reinpassen. Nein, es würde nicht reinpassen. Ich hab's verstanden. Die Gabel passt aber rein. Es ist jetzt nicht wirklich viel und auch gar nicht so erfolgsversprechend. Spaghetti? Nasse, wabbelige Nudeln im Klo. Na, habe ich sie kaputt gemacht. Wer braucht die und wofür? Sag mal, hängt das bei dir nicht auch schon, das Kostüm? Das muss doch bei dir auch schon am Fahnenmast hängen. Wenn mich nicht alles täuscht, der Logik folgend. Nö. Aber hier gibt's einen Kurbel. Ah, dann hat sich der Spaziergang gelohnt. Perfekt. Einmal die Abkürzung. Gut, dann habe ich hier jetzt das ganze Zeug rübergeschoben, was sie nicht braucht. Nein! Wo steht in der Gegenwart das Chrono John? Bernard, hm? Das werden wir noch lernen. Naja, komm, die Nudeln nehmen wir jetzt, ne? Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ich auch, ja. Was auch immer ich mit diesen Dingern möchte. Wir werden's rausfinden. So, du hast deine Kurbel. Perfekt. So, ab zu Mr. Tentacle Guy und rein in die Bude. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ja, hat auch lang genug gedauert. Also. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Labor muss aufs Klo? Nein, Quatsch, ihr ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Ja, natürlich. Die guten alten Tricks, die funktionieren natürlich immer. Hier kommst du nicht hoch. Wie war nochmal der Weg? Der Kamin. Machst dich ganz schön schmutzig, Laverne, bei der Aktion, gell? Also, die Kurbel, die bauen wir in die Kurbelbox. Nutzen sie. Die Dinge beunruhigen mich irgendwie. Ey, nutzen sie. Nehmen die Fahne und ziehen es an. Komm, mach. Mach, mach, mach. Das ist doch großartig.
Unglaublich, dass da jemand drauf reinfällt, ne? Aber scheinbar sind die Tentakel nicht unbedingt die schlauesten Wesen. Können wir mit ihm nochmal reden hier? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich! Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Nein. Aber mit dem blöden Kostüm habe ich jetzt ja überall Zugang, ne? Eine Recyclingmaschine, eine Mikro... Nee, oder... Ach, nicht die Nummer mit dem Hamster. Nee. Eine Mikrowelle. Ist schon auf. Ist auf. Kann ich sie schließen? Kann ich sie auch einschalten? Nee. Also, die Recyclingmaschine. Was können wir damit machen? Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Loch? Da steht Öffner. Dosenöffner? Da stecke ich nichts rein. Spezies hier entnehmen. Da steht Öffner. Das Schild ist schwer zu lesen, aber ich denke, da steht was von einem Affen. Okay. Da steht Medulla-Rechteck. Gut, mit diesem Raum kann ich gerade noch nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ich ahne schon. Da ist ein Pullover drin. Na, welcher denn auch? 200 Jahre getrocknet. Und ich dachte noch, ich brauche eine Münze. Die Zeitreise ist einfach eine tolle Funktionalität. Nicht meine Größe. Öffnen. Nehmen. Nicht meine Größe. Ach komm. Du sollst ihn doch nur nehmen. Die ist ziemlich kaputt. Ja, gut entdeckt. Also, Gut. Hey, Süße. Na, was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Erkennst du mich nicht? Nein, ich. Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese 3 Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir 2 Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Nein. Ha, ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Na gut, dann habe ich mich halt verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Na ja, gut. Einen Schalter umlegen. Geh da weg, das ist mein Job. Alles klar. Ich muss dich ablenken, irgendwie. So, ich habe doch irgendwie ein Namensschild bekommen.
My name is... Besser nicht. Besser du glaubst das. Ja. Noch jemand vielleicht? Besser nicht. Nee, die hat schon eins. Pendeluhr? Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1. Dem allmächtigen Alten. Dem großen Vater Purpurtentakel. Bla bla. Niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Mhm. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Alles klar. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist. Okay. Ihr habt den Mann gehört. Lauft. Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Mhm. Gehen wir hoch? Hey, ja. Blödes Tentakel! Für was ist die Eistruhe eigentlich gut in diesem Spiel? Das Eis sieht ziemlich alt aus. Ja, genau genommen. Schon ein paar Tage, ne? Ach, hier Retro-Style, hä? Alles noch beim Alten. Die Zeitkapsel. Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Dann war die Idee mit dem Dosenöffner nicht doof. Auch wenn es ein Zufall war. Öckel, 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 Öckel. Perfekt. Essig! Noch was? Es ist eine alte Dose. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson anno Domini 1790. Von einem Flug anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. So, alles gar nicht so schwer. Ach, die Mumie ist wieder da. Was ist für eine hässliche Lampe? Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Mein stiller, eingewickelter Freund. Mhm. Warum soll ich mit ihm reden? Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Ja. Du kannst auch gegen die Wand reden. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Ja. Es ist kein großer Unterschied, mit den Jungs an der Medizinschule zu reden. Das ist Nonsens, aber Außer, dass du dich besser anziehst als sie. Lustiger Nonsens. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Das bringt ja keinen weiter. Meine Oma hat eine Couch, die so aussieht. Ich sollte jetzt gehen. Na gut. Eine Verlängerungsschnur. Aha, da habe ich doch schon eine Idee, was wir mit der machen können. Rollschuhe. Hoverlampe. Keine Chance, das ist gefährlich. Ach, stell dich doch nicht so an. Keine Chance, das ist gefährlich. Na gut, lassen wir es einfach dabei. Lila Flamingo. Klassisch. Klassisch, mhm. Ein klassischer lila Flamingo. Danke, Labe. Gütiger Himmel. Du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Nein, Menschen sind... Nee, Igitt. Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Ja, Was denkst genau du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator.
Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Ja, okay. Dann ist ja alles gut. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Kenn ich den, okay. Was gibt's? Du störst meine Konzentration. Immerhin hat er die Antarktis noch nicht erobert. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Gut, hier ist jetzt erstmal nicht viel los. Richterliche Hochsicherheitszone, das klingt doch gut. Ah, Trophäen. Oh. Ja, die werden eingepackt. Ich kann nicht, es ist hinter dem Glas. Geht nicht, das Glas stört. Was hast du denn? Nichts Wichtiges. Okay. Also dann bewegen wir uns doch mal wieder runter. Oh, eine Cutscene. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Ach was? Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Nein. Nein, ist doch nicht wahr. Die Miezekatze, du, Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Ja, das mag ja sein. Verlängerungskabel, wo bist du? Benutzen wir natürlich mit dem Stecker. Und das benutzen wir mit dem Fenster. Jetzt müssen wir nur noch runterkommen. Ja, ach so. Wir müssen ja für die Superbatterie den Essig noch in die Vergangenheit schicken. Noch irgendwas? Nö, ne? Nicht direkt. Katze. Ich kann da nicht näher ran. Aber wenn die Katze weg ist, habe ich den Zaun. Was soll ich mit dem denn machen können? Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Du hast einen Therapeut? Hat er noch nicht aufgegeben? Okay, also. Hier sind wir jetzt. Stehen erstmal dumm rum, rein und ziehen bei den Mädels mal ein. Es gibt noch ein Schild. Diese 400 Jahre alte Uhr ist ein witziges Beispiel primitiver menschlicher Zeitmessung. Perfekt. Gut. Dann, was mir jetzt noch einfällt, ist, wir nehmen schnell nochmal den Essig hier raus. Dann gehe ich einmal den Essig im Keller abgeben. Und wir nähern uns der Superbatterie noch ein bisschen. Thank you.
exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Ja. Perfekt. Was war's denn noch? Weiß das noch jemand? Ich hab's vergessen. Ich frage nochmal. Hey. Was gibt's diesmal? Ja. Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Etwas Gold tut Not. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Gold. Habe ich jetzt nicht. Okay. Aktion Essig erledigt. Ich würde jetzt mal sagen. Gucken wir hier nochmal. Gold. Nee, Gold nicht in Sicht. Wir machen hier mal eine kleine Pause. Und die Frage wird jetzt sein, wo kriege ich einen Menschen her, den ich für diese Menschenshow benutzen kann? Vielleicht bin ich das ja sogar selbst. Probieren wir nochmal. Ich möchte es nicht verschwenden. Nein, nein, nein. Kann ich das irgendwie anlegen? Direkt nicht, nein. Also, ich werde mir da noch was ausdenken müssen. Ups, scheiße. Entschuldigung. Da ist mir noch fast was rausgerutscht. Also, ich werde mir ausdenken müssen, wie ich irgendwie einen dieser Menschen oder mich in diesen Contest da reinbekomme. Wofür auch immer, vielleicht um die Trophäe zu bekommen. Was ich mit der mache, weiß ich noch nicht. Die Frage ist, wo kriege ich Gold her? Wie komme ich hier unten in den Keller? Fragen über Fragen. Und wenn ihr Lust habt, mit zu überlegen, dann tut das bitte und schreibt mir wieder schön was in die Kommentare rein, was ich probieren kann und was hier vielleicht Sinn machen würde noch zu testen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.